Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zur September-Ausgabe vom Schweizer Zeitmagazin. Wir sitzen hier in der J-Bar in Volketschwil und ich habe hier vier junge Leute getroffen, die alle politisch aktiv sind und die alle der EU und insbesondere dem EU-Beitritt ziemlich kritisch gegenüberstehen. Es sind der Benjamin Fischer, er ist Präsident der jungen SVP der Schweiz und derzeit der jüngste Kantonsrat des Kantons Zürich. Der Christoph Baumann ist Präsident der Jungfreisinnigen des Kantons Zürich. Corinne Merck gehört im Vorstand an der jungen SVP im Kanton Zürich. Und der Anjan Liebrand ist vor dem Benny Fischer Präsident von der jungen SVP. Jetzt ist er im Vorstand des EU-No-Komitees. Also es sind Leute, die der EU kritisch gegenüberstehen. Und mit ihnen will ich mich jetzt unterhalten über die Zukunft der Schweiz außerhalb oder mit oder innerhalb der Europäischen Union. Ein Thema, das ja ohne jeden Zweifel zurzeit wieder sehr, sehr aktuell ist, sei es in Bezug auf die Einwanderungsfrage, sei es in Bezug auf den sogenannten Rahmenvertrag, der da zur Diskussion steht. Das wollen wir jetzt beleuchten. Zuerst, ihr steht alle vier der EU eher kritisch gegenüber. Sicher sind ihr nicht für einen EU-Beitritt von der Schweiz. An alle die Frage, was ist denn eigentlich das Hauptmotiv? Was begründet eure Zweifel, eure Kritik an der Europäischen Union, jetzt vor allem aus schweizerischer Sicht? Corinne, du vielleicht einmal als Erste. Ja, also mir ist einfach vor allem wichtig, ich möchte einfach in einer freien und unabhängigen Schweiz leben. Und für mich hat einfach zum Beispiel die Direktdemokratie, die hat für mich so einen höheren Stellenwert, weil ich finde, hier in der Schweiz, da hat wirklich das Volk das letzte Wort. Das Volk hat noch mitzubestimmen. Und in der EU, also man hat es ja erst gerade letzte gewesen, wo die Juncker da an der Konferenz gesagt hat, ja, die EU hat existenzielle Probleme. Sie müssen jetzt schauen, wie es weitergeht. Und eigentlich hat dort, also aus meiner Sicht, hat dort niemand so wirklich einen Plan. Jetzt seit der Brexit war, seit England raus ist, ist alles völlig unklar. Und ich finde einfach, also ich verstehe die Schweizer nicht, die zu einem heutigen Zeitpunkt noch sagen, sie wollen in die EU. Weil man sieht, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Gut, danke vielmals. Ich gebe gerade weiter an Christoph Baumann. Ja, aus meiner Sicht ist eigentlich das Hauptargument das Erfolgsmodell Schweiz, oder? Die Schweizer sind immer sehr föderalistisch aufgebaut gewesen. Also sprich, man hat Kompetenzen beim kleinstmöglichen Land, also bei den Gemeinden unten. Und aus meiner Sicht wird das von Tag zu Tag von Brüssel eigentlich bekämpft. Man will eigentlich alles in Brüssel oben dirigieren, wie es in Sizilien soll aussehen und gleichzeitig eben dann auch noch, wie es in Skandinavien oder soll aussehen. Und das ist für mich eigentlich das Hauptargument, der Föderalismus wahren in der Schweiz. Danke. Also man kann sagen, die Freisinnigen haben ja entscheidenden Anstoß gegeben, dass die Schweiz in der heutigen Form entstanden ist. Und das war eigentlich ein Votum gewesen, zurück zu den Wurzeln. Nicht? Benny Fischer. Ich kann mich dem völlig anschliessen. Die EU ist ein zentralistisches Konstrukt, das von oben nach unten konstruiert worden ist. Und das widerspricht am schweizerischen Grundprinzip, das von unten nach oben eigentlich gewachsen ist. Und wir merken heute die Tendenz, dass eben der Föderalismus immer mehr ausgehebelt wird. Sprich, auch innerhalb der Schweiz werden immer mehr Kompetenzen von den Gemeinden an Kantonen, von den Kantonen am Bund und dann eben vom Bund auf die internationale Ebene eigentlich an die EU delegiert. Man übernimmt ja bereits heute sehr viel EU-Recht. Und das führt dazu, dass eben dort, wo die Entscheidungen wirklich zum Tragen kommen, die gar nicht mehr gemacht werden und nicht mehr beeinflusst werden. Und ein EU-Beitritt würde natürlich das Ende der direkten Demokratie bedeuten und zudem natürlich auch das Ende der Neutralität. Und Neutralität ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den die Schweiz ausmacht. Anjan, zum Schluss noch. Es ist sehr richtig, was Kolleginnen und Kollegen sagen. Ich bin schon seit sehr früher Jugend eigentlich immer der Überzeugung gewesen, dass die Schweiz niemals sollte der EU beitreten. Und wenn das wieder aktuell wird, dann müssen wir uns alle wehren und auf die Strasse gehen und aktiv werden.
man kann es ein bisschen so auf den Punkt bringen, wenn die Schweiz würde der EU beitreten, das wäre wie wenn wir als Spitzensportler uns freiwillig ein Bein abhacken, nur dass die nach uns kommen, gleich schnell sind wie wir. Also es ist eine freiwillige Schwächung von einer Vormachtstellung, die wir uns auch erarbeitet haben gegenüber etwas, das uns ins Mittelmass zieht. Danke. Also blutig wird es nicht heute, aber es könnte offenbar werden. Gehen wir jetzt zu den konkreten Fragen. Zurzeit ist das Forschungsprogramm in Diskussion. Also es ist eine bestimmte Bedrohung da, wenn die Schweiz da in Personenfreizügigkeit nicht so vorgeht, wie es die EU möchte, dann könnte sie vom Forschungsprogramm Horizon 2020 ausgeschlossen werden. Und das wird also von den Hochschulen und von Bundesbern enorm befürchtet, dass das könnte passieren. Forschung ist etwas Zukunftsgerichtetes, das ist klar. Ein erfolgreicher Forschungsplatz schafft auch Entwicklungschancen für die Jugendlichen, die am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen. Also, wie schätzt ihr jetzt, als junge Leute, die den Beruf noch vor euch haben, wie schätzt ihr die Situation ein? Benny Fischer. Ja, also es ist natürlich jetzt so ein typisches Druckmittel von der EU, oder? Dass man sagt, wenn ihr an diesem Punkt nicht einlenken wollt, dann sucht man sich halt irgendeinen Punkt, wo selbstverständlich auch wichtig ist für die Schweiz, eben zum Beispiel die Forschung, und sagt, ja, dann sind ihr dann dafür bei unserem Programm nicht mehr dabei. Vielleicht als Klammerbemerkung, ich würde mir wünschen, die Schweizer Regierung würde mal ein bisschen mehr so auftreten und sagen, wenn ihr uns in diesem Punkt nicht einmal ein bisschen nachgebt, dann werden wir dann aber auch stur in anderen Punkten. Natürlich ist die Forschung wichtig und auch für die Zukunft ist es zentral, dass wir in die Forschung investieren. Aber wir sind nicht unbedingt existenziell jetzt auf das Programm Horizon 2020 angewiesen. Ich bin der Überzeugung, es ist möglich und es wird auch in Zukunft möglich sein, dass sich die Schweizer dem beteiligen. Weil nämlich die Forschungsorganisationen und die Forscher, die dort dabei sind, haben ja gar kein Interesse, die Schweiz auszuschliessen. Und gerade wenn man über die Forschung redet, man muss sich einmal bewusst sein, wenn man die 10 besten Universitäten der Welt anschaut, dann ist dort, sind dort britische dabei und es ist die ETH aus der Schweiz dabei und es ist keine einzige europäische dabei, die neu in der EU ist, wenn dann Großbritannien austreten ist. Also auch in Sachen Forschung ist die EU nicht das Gelbe vom Ei. Und ich bin der festen Überzeugung, wir müssen Lösungen und Wege finden, dass wir an diesen Programmen dabei sein können, teilhaben. Die Schweiz investiert ja auch viel, aber es ist nicht existenziell notwendig. Und wenn es darum geht, dass wir unsere nationale Souveränität, unsere Selbstbestimmung müssen aufgeben für solche Sachen, dann ganz klar nicht. Sind da abweichende Meinungen oder Ergänzungen, Anjan? Also ich möchte Benni nur noch insofern ergänzen. Meine Eltern haben in den 80er Jahren studiert und auch dort war es schon möglich, dass sie ein Auslandssemester machen können in einem anderen europäischen Staat. Das wird jetzt immer so aufgespielt und leider fallen viele Studenten darauf ein. Ja, wegen der Masseneinwanderungsinitiative ist jetzt in Gefahr, dass wir im Ausland nicht mehr studieren können und dass wir so den Austausch nicht mehr haben. Dabei ist auch sehr viel Bürokratie mit diesen Forschungsprogrammen verbunden. Häufig bringt es ja im Einzelnen nicht einmal mehr viel. Wir meinen immer, wir hätten ein Anrecht, es ist eine Erfahrung im Ausland. Dabei macht man vielleicht die Hälfte der Zeit immer Party. Aber es gibt auch viele Leute, die eine Berufslehre machen, sich so weiterbilden und dort hat auch niemand ein Anrecht darauf, dass der Staat subventioniert, dass man ins Ausland kann. Das muss man vielleicht auch noch mal ergänzen. Das ist jetzt ja konkret das Erasmus-Programm, das du ansprichst. Und dort haben wir genau die Systematik gesehen. Zuerst hat die EU einfach mal als Trotzreaktion gesagt, ja gut, jetzt dürft ihr beim Erasmus nicht mehr dabei sein. Und dann hat man einfach gesagt, ja, dann zahlt es halt der Bund direkt, anstatt dass wir in das Erasmus-Programm einzahlen, dass unsere Studenten die Austauschsemester machen können, tun wir das Geld einfach direkt für unsere Studenten investieren und dann bist du am Schluss wieder am gleichen Ort. Und man findet immer Lösungen in diesen Bereichen. Oder? Aber das ist halt, wenn man zu schnell an den Druck versucht, probiert nachzugehen und sich beeindrucken lässt von solchen Erpressungen. Also, die Streitfrage, die am meisten Diskussionsstoff jetzt verursacht, ist ja die Frage von der Personenfreizügigkeit. Jetzt mal ganz allgemein. Nicht?
Der Vorteil von der Personenfreizügigkeit ist natürlich, dass man keinen Pass mehr braucht, wenn man über eine Grenze geht, Richtung EU oder von der EU in die Schweiz. Neuerdings auch, also man kann sehr hindernisfrei reisen. Man merkt ja kaum, wenn man über eine Grenze geht. Ja, meine Jugendliche sind eigentlich so allgemein dafür bekannt, sie reisen gern. Wie ist jetzt das mit diesen Vorteilen gegenüber vielleicht anderen Problemen, die sich damit stellen? Anja, nicht mal bei dir anfangen. Ja, Jugendliche reisen sehr gern, sie reisen aber auch gern auf der ganzen Welt. Oder? Sie gehen vielleicht nicht nur in europäische Staaten. Und wenn man auf Amerika muss, da ist jetzt ein biometrischer Pass vorgeschrieben. Wenn man auf Israel geht, jetzt dort strenge Sicherheitskontrollen. Also die sogenannten Erleichterungen sind sehr verschwindend klein. Bei den gleichzeitigen massiven Noten, die eben die Personenfreizügigkeit bringt. Und es ist aus meiner Sicht klar überwiegend, die Masseneinwanderung, die wir wegen der Personenfreizügigkeit in die Schweiz gehen, in den letzten Jahren, also in den letzten 5 Jahren, ist eine 500.000 Leute in die Schweiz netto eingewandert. Also es sind viel mehr gewesen, sind auch Leute wieder raus. Und was hat uns das konkret gebracht? Da ist es mir immer wichtig, zu sagen, mal die Zahlen anzuschauen, was kommen für Leute. Zuerst vielleicht noch an die andere Frage. Ist dem etwas beizufügen? Also das Abwägen, Vorteil gegen Nachteil, die Reisefreiheit, die man hat. Haben Sie noch dazu eine Bemerkung? Also grundsätzlich, wie schon der Anja gesagt hat, eben, wenn ich auf Amerika gehe, dann muss ich auch am Passbüro meinen Pass zeigen. Also der Vorteil ist jetzt aus meiner Sicht begrenzt. Also das tut jetzt meine Reisezeit eigentlich nicht massiv beeinträchtigen, ob ich jetzt eine halbe Stunde länger habe, wo ich noch einen Pass muss zeigen muss oder halt an der Grenze rasch. Wenn ich mit dem Auto übergehe, dass ich dort noch den Pass zeige. Also der Vorteil, dort rauszustreichen, ist teilweise ein komisches Argument aus meiner Sicht. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt zu dieser Masseneinwanderung. Also, was in Europa ja grosse Unruhe ausgelöst hat, war die Tatsache, dass der theoretische Aussengrenzschutz der EU, den man mit dem Schengen-Vertrag vereinbart hat, dass der im Ernstfall im Grunde genommen ja innerhalb ein paar Tagen zusammengebrochen ist. Also was das letzte Jahr passiert ist in Sachen Einwanderung, da ist ja die Aussengrenze, da ist das blanke Chaos ist dort eigentlich ausgebrochen. Ich glaube, man kann sagen, die Masseneinwanderung nach Europa ist seither eine Tatsache. Man kann auch sagen, die Masseneinwanderung trifft auch die Schweiz. Also da hat die Schweiz nicht eine Ausnahmesituation. Jetzt mal zuerst einfach das Phänomen Masseneinwanderung. Wie soll Europa mit dem umgehen? Wie geht ihr mit dem um? Die Tatsache, dass jetzt da wirklich Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende, oder sogar über 1 Million jetzt in der zweiten Hälfte vom letzten Jahr in der kürzesten Zeit gekommen sind. Wie geht man mit dem um? Beni Fischer. Ich denke, es ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Vor allem, weil sie eben nicht kontrollierbar ist. Es sind immer zwei wichtige Aspekte, ein qualitativer und ein quantitativer. Also qualitativ, was für Leute kommen denn da? Welche Leute kommen denn? Ich meine, dass man eben eine gewisse Zuwanderung braucht, wird von der Wirtschaft immer wieder betont. Wir brauchen Fachkräfte und wir brauchen gut ausgebildete Leute, die uns fehlen. Und das mag ja zum Teil auch so sein. Aber da muss man schon mal genau anschauen, was für Leute denn heute hauptsächlich kommen. Und es sind dann nicht unbedingt die gut ausgebildeten und es sind auch nicht unbedingt die, die aus der Kriegsregion kommen und echte Flüchtlinge sind. Wir haben heute vor allem aus Afrika sehr grosse Zuwanderung, die weder mit dem Fachkräftemangel noch mit dem Schutz an Leib und Leben etwas zu tun hat. Oder? Sondern das ist eine Wirtschaftsmigration. Und das Zweite ist der quantitative Aspekt. Oder? Wie viele sind es? Wenn man irgendwie in einem Dörfli neumütz eine Flüchtlingsfamilie einquartiert, dann ist das an sich nicht so ein Problem, weil dann könnte sich dort integrieren, man lernt die vielleicht kennen, man weiß dann vielleicht, wer das ist und man kann auf die zugehen und sie könnte in den Verein aktiv sein. Aber wenn es dann eben plötzlich 10 oder 20 oder 100 sind, dann geht das schlicht und einfach nicht mehr. Und wir sehen es heute in den Schulen. Ich habe gerade gestern eine Kindergärtnerin getroffen, die erzählt hat, sie haben jetzt in der neuen Kindergartenklasse mit keinem einzigen Schweizer Kind mehr. Mit keinem einzigen mehr. Und die können auch nicht Deutsch. Und die sind aber schon relativ lang Teil in der Schweiz. Also kein einziges von diesen Kindern kann mehr Deutsch. Und die Lehrerinnen sind völlig am Anschlag.
und wissen auch nicht mehr, wie mit dem umgehen. Das sind Probleme, die sich ergänzen in den Schulen und auch natürlich in der Gesellschaft. Es ist unmöglich, dass die Leute alle Beschäftigung finden, wo sie auch davon leben können in der Schweiz. Ich meine, schon ein Schweizer, der eine schlechte Ausbildung hat, hat es schwer, eine Beschäftigung zu finden. Wie soll denn das gehen mit Tausenden von Menschen, die hier kommen und nicht mal die Sprache können? Oder? Und das sind grosse Probleme. Ja, man sagt natürlich auch, das ist eine Bereicherung. Man begegnet neue Kulturen, man begegnet anderen Leuten. Man merkt, dass die Welt nicht an den eigenen Landesgrenzen aufhört. Wie sind denn die positiven Aspekte, Christoph? Ja, also eben, der Benni hat es kurz schon angesprochen. Also unsere Wirtschaft ist auf Fachkräfte angewiesen. Das ist eine Tatsache. Wir haben in gewissen Berufsbereichen haben wir einfach zu wenig Leute in der Schweiz. Und von dem her finde ich es teilweise gefährlich, wenn man einfach anfängt, alles in eine Schublade hineinzurühren. Also eben, wie du jetzt das Einwanderung, Masseneinwanderung, das Phänomen als Wort per se etwas Schlechtes ist. Also Einwanderung ist aus meiner Sicht etwas Gutes. Wir brauchen Einwanderung zu einem gewissen Maß, da gibt er recht. Das müssen auch die Gemeinden müssen das können entscheiden, wie viel Einwanderung sie zulassen können. Aber auch dieses Argument habe ich speziell gefunden, dass eben ein Schweizer muss eigentlich Angst haben vor irgendjemandem, der aus dem Ausland kommt und nicht mal unsere Sprache spricht. Also ich denke, auch in der Wirtschaft, wenn ich so umschaue, ist ein Inländerbonus hat man immer. Also ich als Unternehmer würde auch lieber jemanden einstellen, der erstens mal seine Wurzeln da hat, der unserer Sprache fähig ist. Das würde natürlich unseren Alltag wesentlich vereinfachen. Und aus diesem Grund finde ich das Argument immer ein bisschen fadenscheinig. Du hast mich vielleicht ein bisschen falsch verstanden, oder? Ich habe gemeint, die Problematik, dass sie die Sprache nicht können, ist eben genau gerade die, dass sie dann eben keinen Job finden und eben nicht in den Arbeitsmärkte integriert werden und am Schluss eben in der Sozialhilfe landen. Und das ist das Problem, das wir haben. Die Gemeinden werden heute erdrückt von dieser massiven Last an Sozialausgaben, die sie zahlen müssen. Und das hat selbstverständlich sehr viel mit der Zuwanderung zu tun. Gut, Corinne, ja. Du gehörst, glaube ich, zu denen, die sagen, man darf da nicht einfach alles gehen lassen. Man muss steuern, man muss eingreifen. Was ist deine Position da dazu? Ja, also das, was der Benni angesprochen hat, sehe ich auch, weil irgendwann geht das alles zulasten von der Gemeinde. Und man sieht schon, die einen Gemeinden heute die haben schon wahnsinnige Probleme. Und wenn nachher noch mehr reinkommen, ich meine, die Probleme, die sozialen Kosten, die Ausgaben hat man. Und wenn noch mehr Leute kommen, dann wird es einfach irgendwann am Schluss, haben die Gemeinden kein Geld mehr. Und dann, was machen wir dann? Es kann nicht sein, dass wir verarmen aufgrund von dem. Ich finde einfach, ich bin ganz klar für die Einführung von Grenzkontrollen. Eine Gefahr, dass die Gemeinden kein Geld mehr haben. Das ist eine weitgehende Aussage. Ja, also wirklich für mich kein Geld mehr. Also wir haben aktuell... Ja, nein, jetzt möchte ich zuerst von Ihren oder... Nein, also ich sehe das wirklich als eine echte Gefahr, weil ich sehe es nur schon bei uns in der Gemeinde. Ich meine, irgendwie nachher hat es geheißen, ah ja, kommen jetzt noch irgendwie 20 mehr Flüchtlinge über. Und nachher hat es einfach geheißen, ja, die sind jetzt am Bahnhof. Nachher denkt man sich, also ja, super, jetzt muss die jemand abholen gehen. Und es ist irgendwie überhaupt nicht klar geregelt, weil das alles soll aufgehen. Und was macht man, wenn jetzt das Beispiel, das gesagt worden ist, neue Kindergartenklasse, kein einziges Kind hat das Schweizer Bürgerrecht. Das mag ja angehen, aber jedes redet eine andere Sprache. Oder ganz unterschiedliche Sprachen werden geredet in dieser Klasse. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wissen die Lehrer. Ich habe das Gefühl, die sind selbst überfordert. Ich meine, wie wollen die mit dem Ganzen umgehen? Du kannst nicht einfach sagen, ja, jetzt müssen wir mal einen anstellen, der in dieser Sprache kann, einen anstellen, der in dieser Sprache kann. Also ich finde, es kann einfach nicht sein, dass in einer Klasse einfach alles Kinder sind, wo niemand mal mehr Schweizerdeutsch redet. Also ich finde, auch gerade gehen da unsere Tradition durch unsere Werte verloren. Wenn es um Massnahmen geht, Anjan, hast du konkrete Massnahmen im Kopf, die ergriffen werden müssen, aufgrund von dem, was passiert? Ja, sicher, ja. Also, die Diskussion vorher hat gezeigt, dass man muss unterscheiden zwischen der Zuwanderung, die die Wirtschaft braucht, und die in Sozialwerk. Und jetzt haben wir das Problem, dass in den letzten Jahren der grösste Teil der Zuwanderer war Familiennachzug. Als ich sehe, 10% ist auch nicht bestimmbare Tätigkeit oder auch Arbeitslose. Und von dort her finde ich wirklich, dass wir Höchstzahlen brauchen. Der Familiennachzug, denke ich, müsste sicher eingeschränkt werden. Und was viel würde vereinfachen wäre, wenn wir wirklich Inländervorrang haben, so wie es die Masseneinwanderungsinitiative gefordert hat. Ich muss jetzt vielleicht zwei Sachen klarstellen. Die
Personenfreizügigkeit hat ja zweierlei Einwanderung zur Folge. Personenfreizügigkeit heisst freie Einwanderung aus EU-Europa. Es heisst aber auch, weil eben der Aussengrenzschutz zusammengebrochen ist, dass die Migranten, die jetzt von Afrika oder von Nahost kommen, wenn sie mal in Europa sind, haben sie eben auch weitgehend freie Zirkulation, weil also die Registrierung, die nach dem Dublin-Abkommen sollte passieren, die findet ja auch nur lückenhaft statt. Aber es sind zwei sehr unterschiedliche Kategorien von Einwanderern. Jetzt, wie ist das, Corinne? Aus dieser Einwanderung, die entsteht, du jetzt als junge Frau, noch in der Ausbildung, glaube ich, im Moment, aber in absehbarer Zeit suchst du dir einen Job. Hast du den Eindruck, das erschwert dir den Einstieg im Beruf? Ist das eine Konkurrenz, die da einwandert? Was ist deine Haltung aus Sicht Arbeitsplatz von dir selber, wo du suchst, der Einwanderung gegenüber? Also von mir aus gesehen, ich studiere jetzt Wirtschaftsrecht und in einem Jahr habe ich dann den Bachelor. Und ich denke, von mir aus gesehen, denke ich jetzt, bei meinem Job nachher wird es eigentlich nicht so ein Problem sein. Aber ich denke vor allem so bei Pflege, Fachkräften und so Leute, die im Spital arbeiten, ist es viel so, dass sie eher Deutsche nehmen, weil die halt auch günstiger arbeiten. Zum Beispiel, ich sehe es bei einer Kollegin von mir, sie ist jetzt gerade etwas am Suchen und sie hat im Moment wirklich mega Mühe, weil nachher sagen sie, ja, dann nehme ich lieber einen Deutschen, weil der ist billiger. Und ich muss sagen, ich finde halt dort bei der Arbeitgeber, ich finde einfach, die sollten wirklich auf den Inländervorrang auch schauen, weil ich finde, wenn man schon genug Schweizer hätte, die würden arbeiten, dann sollen wir doch bitte auch einen Schweizer nehmen und nicht jemanden aus dem Ausland holen, nur weil er halt etwas günstiger ist. Also ich verstehe so etwas einfach nicht. Ich würde auch gerne widersprechen. Also ich stelle mich ganz klar gegen so eine Zweiklassengesellschaft. Also wir müssen aufhören, Gesetze zu schreiben, wo eigentlich schon gelebt werden. Oder? Also eben, wie schon vorhin gesagt, ein Unternehmer nimmt doch lieber einen Schweizer, der da seine Wurzeln hat, als jemand, der zuerst muss, von Norddeutschland da hinziehen muss. Also die Person nimmt er doch erst als zweiten Ausweg, wenn er wirklich gar nichts mehr anderes hat zur Auswahl. Also von dem her müssen wir wirklich aufhören oder aufpassen, Gesetze zu schreiben, die keinen Zweck haben, weil die führen nur zu unnötigen Bürokraten, Beamten in Bundesbern, die dann auch wieder zu mehr Steuern führen. Also der Fall, der geschildert worden ist, dass zwei, sagen wir mal, Gleichaltrige, zwei Junge melden sich. Der Zuzüger oder Zuzügerin aus dem Ausland stellt weniger hohe Lohnansprüche, dass dann eben die billigere Person genommen wird. Das siehst du weniger? Das sehe ich weniger als Problem, oder? Weil ein grosser Teil vom Lohnbestandteil, das kann der Arbeitgeber ja heute schon gar nicht beeinflussen. Also wir reden hier über eine marginale Abweichung und die habe ich unter zwei Schweizer genau gleich. Oder? Vielleicht würde Anjan den Job verkauft er sich besser als ich, wenn wir uns auf die gleiche Stelle bewerben. Und er verlangt 500 Franken mehr und ich 500 Franken weniger. Oder? Das ist der Markt, der hier spielt. Und das ist auch gut so. Ja. Ja, aber ich glaube, er spielt heute schon noch nicht ganz so gut, wie es müsste sein. Es gibt verschiedene Aspekte. Zum einen haben wir auch die Problematik, dass gerade im Pflegebereich die Diplome häufig als gleichwertig angeschaut werden, die aber nicht gleichwertig sind. Und das höre ich von sehr vielen Leuten, die im Pflegebereich arbeiten, wo man bereits sehr einen hohen Anteil an Leuten haben, die eben gerade von Deutschland zum Beispiel zugewandert sind, die einfach nicht die gleichen Qualifikationen haben, aber auf dem Papier eben schon. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, also ich will auch keine Zweiklassengesellschaft, wirklich nicht. Und der Inländervorrang, der sollte sich, ja, also sollte sich vor allem auf das beziehen, die Leute, die bereits da sind. Oder? Ich meine, der Pass ist dann nicht wesentlich, sondern es geht darum, dass man sagt, die Leute, die da sind und da leben, die müssen mal primär beschäftigt werden. Und erst dann, wenn dann Arbeitskräfte fehlen, dann kann man sie im Notfall aus dem Ausland holen. So wie du es eigentlich gesagt hast. Aber ich glaube nicht, dass das heute bereits so ist, weil sonst hätten wir nämlich nicht die massive Zuwanderung. Mal, weil genau die Leute fehlen, die wir reinholen. Oder? Das sind Chirurgen, die an Spitälern arbeiten müssen. Und dort haben wir einfach heute in unserer Wirtschaft einen Fachkräftemangel. Und die Leute müssen wir jetzt halt einfach aus dem Ausland holen. Dort haben wir jahrelang den
den Numerus Clausus gehabt und haben jetzt zu wenig eigene. Der Anjan hat noch etwas ja. sagen. Also nur ganz kurz, die wir wirklich brauchen, das ist gemessen am Gesamtanteil der Einwanderung eben sehr klein. Und ich möchte einfach dir, Christoph, nur das Argument sagen, es geht auch um die schiere Masse. Man kann schon sagen, Leute braucht man, aber wenn du jedes Jahr 80'000 Nettozuwanderung hast und das summiert sich über die Jahre, hat das für die ganze Bevölkerung auch noch ein bisschen Einfluss, wenn wir wirklich 10 Millionen Schweiz haben in absehbarer Zeit. Da geht es nicht mehr primär um wirtschaftliche Fragen, sondern auch, ist unsere Infrastruktur noch bereit? Was müssen wir sonst noch investieren? Wie sieht es für uns Junge aus auf dem Wohnungsmarkt? Oder? Wenn du das Junge eine Wohnung suchst, ist es auch nicht mehr so einfach. Und das ist zwangsläufig auch mit der Zuwanderung verbunden. Also es ist nicht nur rein die wirtschaftliche Frage, die entscheidet. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Knackpunkt zwischen der EU und der Schweiz. Die Schweiz hat am 9. Februar 2014 abgestimmt über die Masseneinwanderung und hat Bestimmungen, die die Masseneinwanderung eindämmen, in die Verfassung hineingeschrieben. Und seither knurzelt man daran herum, wie man das kann umsetzen kann. Der Termin läuft jetzt dann gleich einmal ab für die Umsetzung. Man hat noch vor einem halben Jahr den Eindruck gehabt, es wird ein gewisser eigenständiger Weg begangen in dieser Umsetzung. Jetzt sieht es wieder eher danach aus, dass man nicht sich getraut, etwas zu machen, wo die EU nicht zustimmt. Das hat auch zwischen den Parteien in der Schweiz, gerade auch zwischen den Freisinnigen und der SVP, zu harten Schlagabtausch geführt, verbalen Schlagabtausch geführt. Christoph, du als Jungfreisinniger kommst jetzt als erstes Wort über. Ja, danke. Ich sehe die Umsetzung von dieser Masseneinwanderungsinitiative natürlich auch sehr kritisch. Also es ist natürlich der einfachste Weg, den man sich dort in dieser Kommission erarbeitet hat. Und dank dem Kommissionsgeheimnis wissen wir ja leider nicht, was es sonst noch für Vorschläge gegeben hat. Aber aus meiner Sicht, sorry für die deutlichen Worte, ist das natürlich schon ein Armutszeugnis für die Kommission, wenn das wirklich der beste Vorschlag ist, den sie uns vorlegen können. Aus meiner Sicht ist die Masseneinwanderungsinitiative natürlich doch auch auf ein Stück weit eine Gefahr für ein Bürokratiemonster. Also, ich wollte da gerne wieder zurück auf mein Eingangsvotum kommen. Also, aus meiner Sicht muss eigentlich die Gemeinde muss vorschreiben, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen kann. Weil eben nach 5 bis 7 Jahren ist dann, sagt der Bund, jetzt zahle ich die Zeche nicht mehr, jetzt können ihr sie zahlen. Also wer zahlt, befiehlt. Also muss doch eigentlich die Gemeinde und Kanton mitteilen, wie viele von diesen Flüchtlingen sie aufnehmen können. Und der Kanton gibt das am Bund weiter und somit könnte man das Kontingent festlegen. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht die Kompetenz jetzt einfach mit der Masseneinwanderungsinitiative an den Bund übertragen und er kann dann eigentlich freie Hand sagen, wie viel man aufnehmen soll. Aber aktuell ist es ja eigentlich eben schon so, dass vor allem der Bund von oben nach unten die Direktive geben. Und da sind wir uns einig in dem Punkt. Es ist wirklich ein Armutszeugnis, der Vorschlag, der jetzt aus der Kommission kommt. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass da noch nicht das letzte Wort geredet ist. Ich glaube nicht, dass das Parlament so einen Vorschlag verabschieden können, weil es total sonst die Glaubwürdigkeit verliert. Gerade auch bei einer CVP haben wir jetzt gesehen, dass sie jetzt wieder umschwenken, während es vorher noch geheißen hat, doch, es sei eigentlich ein guter Vorschlag. Aber jetzt, wenn sie es gleich wieder verschärfen, dort weiss man nicht so recht. Aber die haben alle auch eine Glaubwürdigkeit bei ihrer Wählerschaft, die sie am Schluss verteidigen müssen. Und ich meine, man hat jetzt einfach alles probiert, über so lange Zeit, um das irgendwo verwässern oder nicht richtig müssen umsetzen. Und dann mit dem Hinterkopf kommt jetzt noch die RASA-Initiative. Man hat ja sofort, nachdem Masseneinwanderungsinitiative angenommen wurde, die Unterschriftensammlung gestartet, dass man den Artikel wieder streicht. Das ist demokratisch legitim. Es darf jede Initiative starten. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, gerade nachdem man eine Initiative angenommen hat, sofort wieder eine zu starten, um die zu streichen. Aber man darf das. Die RASA-Initiative wird jetzt dann kommen. Und dann ist sehr entscheidend, ob der Bundesrat dort einen Gegenvorschlag noch dazu legt. Weil wenn die RASA einfach so kommt, dann glaube ich, also dann müssen wir mit aller Kraft die Bevölkerung überzeugen, dass das eigentlich ein Beschiss wäre, jetzt den Artikel einfach wieder zu streichen. Und ich bin auch überzeugt, dass die Bevölkerung uns da würde folgen und wir wiederum die Abstimmung würde gewinnen. Und dann wären wir aber wieder am Ausgangspunkt und man kommt einfach keinen Schritt weiter, oder? Das ist zweifellos so.
Es sind vielleicht noch zwei andere Meinungen rum. Ja, also ich finde es einfach schlimm. Ich meine, ich finde, wenn das Volk, ich meine, die Parlamentarier sagen immer schön, so schön, ja, das Volk hat das letzte Wort und alles. Und nachher sagen sie, ja, wir leben in einer direkten Demokratie. Aber dann verstehe ich es nicht, wie man es schafft, jetzt eigentlich in drei Jahren einfach nichts zu machen. Nachher finde ich, ah nein, ja, nein, dann machen wir es lieber nicht. Also das ist doch ein Beschiss gegenüber vom Volk. Ich meine, das Volk kann über etwas abstimmen und nachher wird es null umgesetzt. Also ich finde, es geht nicht. Anjan. Karin sagt das absolut richtig. Also, über was wir hier reden, das ist in der Schweizerischen Verfassung. Und der Nicht-Umsetzungsentscheid, das ist ein grober Verfassungsbruch, sehr skandalös. Und da müsste die Bevölkerung auf Barrikaden. Wenn das Einzug hält, dass man Volksentscheid nicht mehr umsetzt und nur kuscht, haben wir in der Schweiz also ein massives Problem. Also, es ist noch etwas anderes, ein bisschen seltsames oder ein bisschen Einzigartiges passiert. Kaum war der Entscheid draussen. Also, es war eine Pressekonferenz, wo da der Mehrheitsentscheid und also die SVP hat immerhin ihren Minderheitsantrag auch noch vorstellen können. Aber dann haben Bundesräte, Mehrheit der Bundesräte und zwei Bundesräte sehr dezidiert sofort für den Entscheid unterstützend Stellung genommen. Der Antrag zu dem Entscheid ist aber nicht vom Bundesrat gekommen. Also, dass der Bundesrat sofort begeistert etwas ihm zustimmt, das er gar nicht beantragt hat, kommt selten vor nach einem Kommissionsbeschluss. Das war der Herr Schneider-Ammann aus wirtschaftlicher Sicht und Frau Sommaruga aus für die Einwanderungspolitik zuständig, die sehr deutlich sofort unterstützt haben. Wie hat man denn das zu werten? Ja, also es zeigt eigentlich, dass man eben den Weg vom geringsten Widerstand gewählt hat. Ja, also aus bundesrätlicher Sicht ist es natürlich einfach, das umzusetzen. Also man kommt in keinen Zwist eigentlich mit der Personenfreizügigkeit, wenn man das jetzt so umsetzen will. Also von dem her ist es auf diese Art natürlich verständlich, aber es ist nicht... Eine Zwischenfrage. Es ist kein Zwisch mit der Personenfreizügigkeit, aber vielleicht ein Zwisch mit dem Stimmbürger. Genau, das ist der Punkt, den ich eigentlich jetzt anregen will. Ja, also ich denke, für das sind die Leute nicht gewählt, um keinen Konflikt zu suchen. Also von dem her ist es aus meiner Sicht sehr fragwürdig, dass man sich dann einfach so positioniert, nur weil man sich... jetzt plakativ gesagt hat, die Arbeit nicht gut machen. Das ist jetzt ein bisschen der Standpunkt Zürcher FDP gewesen. Da gibt es ja auch Nationalräte, die eine ähnliche Position vertreten haben aus dem Kanton Zürich. FDP-Nationalräte. Ich finde, das Grundproblem, da sieht man eben, dass der Bundesrat den Zuwanderungsartikel als ein Problem anschaut, wo man irgendwie muss beseitigen und nicht wirklich, wo man muss lösen im Sinn vom Stimmbürger. Und darum hat man jetzt, ich glaube, der Bundesrat hat selber gar nicht daran geglaubt, dass so ein Vorschlag in einer Kommission oder im Nationalrat mehrheitsfähig wäre. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass die dann denken, ah, okay, wenn die sogar mit so einem Minimalvorschlag einverstanden sind, ja, dann umso besser. So stelle ich mir es etwa vor. Aber das ist wirklich ein Problem. Man nimmt das zu wenig ernst. Und was mich auch wahnsinnig gestört hat, ist die Aussage von Kurt Fluri, wo er sagt, ja, wir sind jetzt zur Erkenntnis gelangt, dass eine strikte Umsetzung von dem Zuwanderungsartikel massive Nachteile für die Schweiz bedeuten. Und das ist also schon ganz happig, weil der Kurt Fluri war ja nie für die Zuwanderungsinitiative gewesen. Er war von Anfang an dagegen gewesen und all die Argumente sind ja im Abstimmungskampf gekommen. Wir haben ja die Debatte geführt und die Gegner haben gesagt, es gäbe Nachteile für die Schweiz. Aber die Bevölkerung hat sich jetzt so entschieden, doch, wir wollen den Zuwanderungsartikel. Und jetzt kommt der gleiche Kurt Fluri, der schon immer dagegen war und sagt, ja, wir sind jetzt eben zur Erkenntnis gekommen, es wäre ganz schlecht. Oder? Und das ist also, das grenzt dann schon wirklich an absichtliche Täuschung. Also, das wäre mal abgehakt, was da mit Masseneinwanderung und Masseneinwanderungsinitiativen noch auf dem Tisch liegt. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem, wo seit 2,5 Jahren intensiv verhandelt wird und Kontroverse ziemlich unverblümt ausgereiht wird. Das ist das Thema Rahmenvertrag. Das ist ja auch noch geprägt damit, dass da
Begriffe im Umlauf sind, wo viele Leute gar nicht genau wissen, was das überhaupt soll bedeuten. Also es geht um einen Rahmenvertrag, einen Vertrag, der allen bisherigen Vereinbarungen mit der EU übergeordnet wird, mit ein paar Grundsätzen drin, und das soll am Schluss die sogenannte institutionelle Anbindung von der Schweiz an die EU bringen. Zuerst einmal die Frage, ist euch klar, was das praktisch bedeutet, institutionelle Anbindung? Christoph? Ja, also eben, wie schon von dir angetönt, also wir haben ja 25 essentielle bilaterale und darüber nochmal 100 andere bilaterale Verträge mit der EU. Und jetzt will man eigentlich über das Konstrukt einen grossen Rahmenvertrag setzen. Und grundsätzlich geht es eben nur darum, dass wir uns näher zur EU anbringen. Was mich eigentlich zum Entschluss führt, wenn man das jetzt mal ganz plakativ anschaut, dann sind wir eigentlich mit den Pflichten bei der EU und bei den Rechten so halbwegs bei der EU. Also sind wir eigentlich mit dem Rahmenvertrag fast schlechter gestellt als EU, als ein EU-Mitglied. Und wir verspielen uns, wie von dir so schön bildlich dargestellt, oder wir verlieren unsere Vormachtstellung, oder besser gesagt, alles, was wir bis jetzt besser machen als die EU, verlieren wir eigentlich und hacken uns selber das Bein ab. Ja. Anjan, kannst du dir dann eine Zukunft von der Schweiz im Rahmen von einer institutionellen Anbindung, kannst du dir das konkret vorstellen, was das bedeutet, was sich da abspielt in der Schweiz, wenn wir in so einem Verhältnis mit der EU sind? Man kann sich sie etwa so vorstellen, wie wenn im alten Rom wir so eine untergeordnete Provinz wären, die versklavt sind. Also für mich ist sehr bildlich der Begriff Anbindung, oder? Wir wollen uns anbinden. Vielmehr müsste man sagen, es ist ein Unterwerfungsvertrag. Die Schweiz dreht Kompetenzen ab. Kommen wir vielleicht noch darauf zurück. Und wenn die EU nicht einverstanden ist, wenn wir uns nicht richtig an die Vereinbarungen halten, gibt es ein Schiedsgericht, wo der Strafmaßnahmen gegen uns aussprechen kann. Also skandalös. Ja, was für Kompetenzen gibt es ab? Ja, also insofern, dass wir müssten, wenn Gesetze auch weiterentwickelt werden, dass wir die müssten stillschweigend im Vertrag festgeregelt automatisch übernehmen. Also das ist für mich ein massiver Souveränitätsverlust. Wenn wir einen Vertrag abmachen, auch im Privaten zusammen, und die eine Partei den Vertrag einfach darf weiterschreiben, das kommt dann auch noch dazu, und ich darf gar nichts dagegen sagen. Und wenn der andere sagt, gut, jetzt haben wir einen Konflikt, jetzt tun wir ein Schiedsgericht einschalten, aber Schiedsgericht bin dann im Fall ich. Und wenn du dich nicht daran haltest, dann ich dich auch noch bestrafen. Also so ist etwa bildlich gesprochen die Auseinandersetzung, die uns hier droht. Und ein freier Schweizer darf so einem Rahmenvertrag nie zustimmen. Die Gefahr ist dann allerdings einfach, dass sie jetzt uns schleichend versuchen zu überzeugen, von schönen Worten reden, wie dringend nötig das ist, und eben auch nicht mit offenen Karten spielt. Und das ist sehr wichtig, dass man das Spiel auch durchschaut. Ja, und vor allem, es ist ja dann auch so, das EU-Recht wird dann über dem Schweizer Recht schon. Das heisst, alles, was der Europäische Menschengerichtshof bestimmt, gilt dann für uns auch. Und nachher verlieren wir komplett unsere Souveränität. Jetzt müssen wir ein bisschen genau sein. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof ist nicht bei der EU, der ist beim Europarat. Der EU-Gerichtshof. Nichtsdestotrotz, also ich würde auch von einem Kolonialvertrag reden. Und es ist ja noch lustig, dass die eine Seite sagt, ja, wir brauchen einen Rahmenvertrag, um den bilateralen Weg weiterzuführen. Weil die EU ist nicht bereit, mit uns weiter den bilateralen Weg zu führen, ohne den institutionellen Rahmen. Wobei ich würde sagen, dass das institutionelle Abkommen genau das Ende des bilateralen Wegs bedeuten würde. Weil bilateral, das sind zwei Parteien, die eigentlich auf Augenhöhe miteinander einen Vertrag abschliessen. Und das Rahmenabkommen wäre nachher einseitig. Dass einfach die EU einseitig kann, die Gesetze an. Das ist genau der Punkt, dass man nachher kann sagen, ja gut, eigentlich wären wir dann gerade besser Mitglied, wenn man dann nachher den Rahmenabkommen hat, weil dann kommen genau die Argumente, die man schon immer wieder gehört, ja, dann könnten wir wenigstens dort mitreden, was ja auch eine Illusion ist. Die kleine Schweiz hätte dort genau nichts zu sagen, wir hätten vor allem zu zahlen. Aber, so, wenn man dann so ein Rahmenabkommen hat, dann käme das Argument sicher noch weiter und mit mehr Nachdruck verfolgt werden. Eine Frage noch an dich, Corinne.
meine, aus diesen Worten ist jetzt hervorgegangen, es wird gesagt, wir müssen das machen, weil das uns mehr Wohlstand bringt. Und der Anjan sagt, ja, wir haben nichts mehr zu sagen, das kostet uns Freiheit. Du stehst jetzt vor der Entscheidung, Freiheit oder Wohlstand. Wie beurteilst du die Frage? Also zuerst mal, ich denke, in der Schweiz haben wir im Moment einen recht guten Wohlstand. Und ich denke, schlussendlich müssen wir uns sicher ganz klar für die Freiheit entscheiden. Und ich denke, also wenn wir diesen Vertrag annehmen würden, es gibt sicher nicht mehr Wohlstand. Der Wohlstand nimmt eher ab. Andere Meinungen? Also ich würde mich dem anschliessen. Ich meine, wir könnten auch eine philosophische Frage daraus machen und fragen, ob überhaupt Wohlstand ohne Freiheit möglich ist oder inwiefern der möglich ist. Also es kommt mir da vielleicht so China in den Sinn, oder? Wo auch eine Diktatur irgendwo akzeptiert wird, weil sie ja permanent vorwärts geht und weil immer mehr Leute ein bisschen wohlhabend werden, sagt man gut, und dafür ist man bereit, die Diktatur zu akzeptieren. Aber das kann es langfristig sicher nicht sein. Ja, aus meiner Sicht ganz klar auch. Oder? Mit der Freiheit habe ich wenigstens die Chance, dass ich Wohlstand generieren kann. Ich habe sicher keine Garantie darauf, dass dieser Wohlstand entsteht, aber ich habe wenigstens die Chance und ich kann mich dann nachher an meiner eigenen Nase nehmen, wenn es nicht klappt. Oder? Und andersrum vertraue ich darauf, dass irgendjemand Grösseres dann schon etwas Richtiges macht. Ja. Jetzt hat ja die Europäische Union zweifellos müssen einen harten Schlag hinnehmen durch den Austritt von England, von den Stimmbürgern in England, die das beschlossen haben. Die Brexit-Bewegung, wer die verfolgt hat, hat einfach müssen sagen, es war eine interessante Bewegung, auch das Vorfeld von der Abstimmung. Wenn man zum Beispiel geschaut hat, was auf den Social Media passiert, hat man müssen sagen, die sind höchst originell, also fantasiereich und auch immer wieder neue Reaktionen herausfordernd operiert. Und dort hat man den Eindruck gehabt, das war ein Aufstand der Jungen gewesen, gegen die, die da so quasi in den Ämtern hocken und Macht in den Fingern haben. Stimmt das oder trügt der Eindruck? Benni? Es ist sehr schwierig natürlich zu sagen, wer wirklich den Ausschlag gegeben hat, weil eben auf der anderen Seite nach der Brexit-Abstimmung sind ja unzählige Berichte erschienen, die genau das Gegenteil behauptet haben, die gesagt haben, ja, jetzt haben da die Alten quasi die Jungen überstimmt und die Jungen sind halt einfach nicht an die Turnen gegangen, aber die wären ja schon für den Verbleib in der EU gewesen. Sie sind jetzt einfach leider nicht abstimmen. Aber auch das glaube ich überhaupt nicht. Ich denke, es ist sicher sowohl jung als auch alt, das hat sicher viel Junge hatte, die sich da in einer Bewegung auch zusammengeschlossen haben. Ich denke, es war eine Volksbewegung, eben so von unten nach oben, wo tatsächlich gemerkt hat, jetzt haben wir die einmalige Chance in einer Volksabstimmung, können zu entscheiden und es soll eben nicht einfach eine symbolische Abstimmung sein, wie er das ja Cameron eigentlich geplant hat. Oder? Er hat gemeint, wir können jetzt das Volk mal abstimmen lassen und das ist gerade ein gutes Druckmittel noch gegenüber der EU. Aber er hat ja nie damit gerechnet, dass es dann tatsächlich durchkäme. Und ich denke, es ist sicher dort das erste Mal eine Bevölkerung die Möglichkeit gehabt, die Meinung zum Ausdruck zu bringen. Und in Deutschland oder in Frankreich haben sie die Möglichkeit gar nie. Und man hat ja auch gesehen, zum Beispiel beim Lissabonner Vertrag, darf ich erinnern, dort, wo es Abstimmungen gegeben hat, in Frankreich, in Holland, ist der Lissabonner Vertrag, also die EU-Verfassung, auch abgelehnt worden. Zuerst. Und nachher dann hat man es dann einfach dann gleich eingeführt, man hat es dann noch umbenannt, ein paar Begriffe geändert. In Deutschland hat es gar keine Abstimmung gegeben, weil, und wörtlich haben die Politiker dort gesagt, die Gefahr wäre einfach zu gross, dass die Bevölkerung würde Nein sagen. Ja, also ich würde jetzt auch sagen, von einem Aufstand der Jungen zu reden, ist wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt. Ich würde jetzt eher gehen, es war ein Aufstand vom Volk gewesen, oder? Also irgendwo hat die EU wahrscheinlich mal einfach einen Schritt zu weit gemacht und wo dann halt die Frage am Volk gestellt worden ist, dann haben sich halt die Leute wirklich, um auch wieder zurückzukommen, den föderalistischen Gedanken, nein, wir wollen es selber bestimmen, nein, wir lassen uns nicht von Brüssel diktieren, was wir zu tun haben und was nicht. Und dann haben sie die Chance gehabt und sie haben sie genutzt. Ja. Also ich finde auch, es war eine tolle Kampagne da in Großbritannien. Es ist noch interessant auch für uns, wenn wir über einen Rahmenvertrag abstimmen. Ich sehe es allerdings wirklich so, also es geht jetzt schon ein Ruck durch Europa und das bietet auch für die Schweiz sehr viele neue Chancen, würde ich mal sagen. Und jetzt sind wir nicht mehr die Einzigen außerhalb der EU, es kommen die Briten jetzt dazu.
Wir haben früher zusammen die EFTA gehabt, wäre eine Chance, auch auf Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher Ebene wieder zu forcieren. Ich bin jetzt kürzlich an einem Kongress gesehen mit anderen europäischen Jungparteien. Es war sehr spannend gewesen. Und da empfehle ich wirklich den Brexit auch ein bisschen als Auftakt wahrgenommen, dass sie jetzt auch darauf einschaffen, aus der EU zu gehen. Also in Finnland ist es jetzt sehr aktuell. In Frankreich werden die Volksabstimmungen angekündigt jetzt, auch von kritischen Parteien. Und ich denke, es ist wirklich ein alternatives Europa, ohne das Brüsseler Diktat am Entstehen. Und da sind wir eigentlich goldrichtig mit unserer Nicht-Mitgliedschaft. Also dann kommen wir jetzt langsam zur Schlussfrage. Die möchte ich gerne wieder von allen beantwortet haben. Es geht einfach um das Verhältnis von der Schweiz zu Europa. Denn, ich meine, wenn man von Europa redet, dann sind wir ja sicher dabei. Bei der EU sind wir nicht dabei. Ich meine, was habt ihr für Vorstellungen für die Schweiz kurzfristig? Und was habt ihr für Vorstellungen ein bisschen längerfristig für die Schweiz und Europa oder die Schweiz in Europa? Wer will? Ja, Benni, bitte. Also ich denke, kurzfristig ist sicher wichtig, dass wir auf unserer Position bleiben und nicht einfach mal schon im Voraus nachgehen. Vielleicht zum Rahmenabkommen muss man noch sagen, von den Gegnern kommt das Hauptargument, ja, wir wissen gar noch nicht, was dann in dem Rahmenabkommen genau drin ist. Ich meine, wir haben jetzt heute darüber geredet, wegen dem Schiedsgericht zum Beispiel. Und da ist jetzt zum Beispiel wieder noch diskutiert, ob dann in dem Schiedsgericht auch noch ein Schweizer dabei ist oder nicht. Und dann wären es nämlich dann nicht mehr die von außen, die die Schweiz würden sanktionieren, sondern hätten wir dort sogar noch einen Schweizer. Aber das sind ja wirklich Details. Die entscheidende Punkt ist, wir dürfen uns nicht anbinden im Sinn von, dass wir automatisch das Recht übernehmen müssen. Wir dürfen auf keinen Fall den Europäischen Gerichtshof als oberste Instanz akzeptieren oder dass Sanktionsmaßnahmen gegen die Schweiz möglich sind. Die Schweiz muss ein unabhängiger Staat bleiben, der gute Verhältnisse zu seinen Nachbarn hat, auch freundschaftliche Verhältnisse, sofern Staaten überhaupt können, befreundet sein. Aber immerhin, wir haben viele gemeinsame Interessen mit der Europäischen Union, mit den einzelnen EU-Staaten, das dürfen wir nie vergessen. Es ist ja immerhin noch ist, die EU kein Bundesstaat. Wir haben immer noch Berlin und Paris, wo sehr wichtig ist, wo häufig eben unterschätzt wird. Zudem müssen wir auch wichtige Beziehungen haben weltweit. Die Schweiz hat ein Freihandelsabkommen mit China, das hat die EU nicht. Und das ist die Zukunft. Wir dürfen uns nicht einseitig nach Europa orientieren. Wir brauchen gute Verhältnisse zu unseren Nachbarn. Das ist keine Frage. Aber wir müssen auch weltweit über den Tellerrand schauen. Die Schweiz muss ein souveränes, unabhängiges, neutrales, eigenbestimmtes Land sein, das gute wirtschaftliche Beziehungen hat weltweit. Das ist meine Vision. Ja, also ich kann mich dem nur anschliessen. Also aus meiner Sicht, eben, Europa ist nicht gleich EU und die Schweiz soll als souveräner Staat Freihandel betreiben und mit allen, die sie wollen. Und das auch von niemandem vorschreiben lassen, mit wem sie dürfen Freihandel betreiben und mit wem nicht. Darauf ist unsere Wirtschaft angewiesen und da lassen wir uns nicht reinschnurren in dieser Beziehung. Anjan? Also, meine Meinung deckt sich mit der von Benni, oder? Sonst wäre er ja nicht auch mein Nachfolger geworden bei der jungen SVP. Nein, ich wünsche mir ein Europa ohne die Vereinigten Staaten, ein unabhängiges Europa, dezentral strukturiert, wo die Schweiz eine aktive Rolle hat. Ohne die Vereinigten Staaten? Ohne Vereinigte Staaten von Europa, wo wir jetzt im Moment darauf einschafft. Ein Superstaat, wo wirklich am Entstehen ist, oder? Und ich sehe die Schweiz als wichtigen Partner, unabhängig, neutral, auch in Zukunft. Genau, ja, es ist eigentlich schon alles gesagt. Oder mir ist einfach auch wirklich wichtig, dass die Schweiz einfach unabhängig bleibt. Mir ist auch wichtig, dass die Leute nicht darauf hineingehen, auf das Freihandelsabkommen. Auf das Rahmenabkommen. Genau, und ich finde es auch wichtig, eben, wie der Benni schon gesagt hat, die Schweiz hat Freihandelsabkommen mit China. Und auch sonst, ich meine, mit Europa, wir können immer noch mit ihren Geschäften einfach ja nicht an die EU anbinden. Das ist sicher der falsche Weg. Wir können immer noch mit ihnen geschäften. Also manchmal stöhnt es ein bisschen anders. Das könnte dann ein bisschen schwierig werden zu geschäften, wenn man sich dem Rahmenvertrag nicht anschliesst. Also die Drohung ist schon geäussert worden. Und wir haben Wirtschaftsverbände in der Schweiz, die sie eifrig in die Diskussion hineinwerfen.
Ja, das sind die immer gleichen Drohungen. Und es erinnert ja an die Diskussion im 92 wegen dem EWR, wo man einmal behauptet hat, ja, wir werden nachher völlig isoliert sein und wir können nachher nicht mehr irgendwelche geschäftliche Beziehungen haben und wir werden die EU auf den Knien nachher bitten, dass sie uns aufnehmen. Und es ist nicht der Fall gewesen. Es wird auch das mal nicht der Fall sein. Und wir haben jetzt gerade aktuellste Entwicklungen eben, dass sich die EU auch anfängt, alternative Modelle überlegen, auch im Hinblick mit Großbritannien, wie dass man in Zukunft mit Staaten umgeht, die eben nicht Mitglied sind, aber trotzdem gute, wichtige Handelsbeziehungen haben will. Und man wird Lösungen finden. Man darf sich auch nicht immer beeindrucken lassen von solchen Drohungen. Weil das ist häufig auch Verhandlungstaktik, oder? Darf ich Vermutung da in Raum werfen, dass von euch niemand dabei war, wo man über den EWR abgestimmt hat? Also ihr seid in der isolierten Schweiz aufgewachsen. In die Schule gegangen und aufgewachsen und in die Ausbildung eingestiegen. Wie war das Leben in der isolierten Schweiz? Ja, also aus meiner Sicht sehr gut. Ja, ich kann nicht darüber klagen. Ich möchte einfach noch einen Punkt, der aus meiner Sicht immer bei dieser Debatte ein bisschen vergessen geht. Es ist nicht die Schweiz, die mit der EU handelt. Es sind unsere Unternehmen, die mit der EU handeln. Oder? Und Novartis, Roche etc., wie all die Firmen heissen. Die haben doch ein Interesse, auch weiterhin mit diesen einzelnen Unternehmen in Europa zu handeln. Und die werden das auch weiterhin mit Verträgen handhaben. Auch wenn unsere Außenminister vielleicht den bilateralen Weg oder eben wie von dir angesprochen, die EU halt den bilateralen Weg einseitig kündigt. Das ist, aus meiner Sicht ist das nicht ein Todesurteil für unsere Wirtschaft, weil unsere Wirtschaft hat das Interesse und die europäische Wirtschaft hat das Interesse an uns. Noch eine letzte Frage. Es ist kürzlich da der Gipfel, der G20-Gipfel in China zu Ende gegangen. Ist das eine Täuschung oder teilt ihr den Eindruck, dass an diesem Gipfel die EU als Institution, als Staatengemeinschaft, wo natürlich, wenn sie ihr Gewicht in die Waagschale werfen, dann einige Bedeutung hat, ist gar nicht in Erscheinung getreten? Ist das euch auch aufgefallen, oder ist das... Ja, also es ist schon speziell, weil wenn es ja einen Grund gäbe für den Zusammenschluss von Europa, eben, sei es jetzt in den Vereinigten Staaten von Europa oder in einem Staatenbund, dann wäre der einzige Grund ja der, dass man sagt, man muss können mit den USA und mit China konkurrenzieren. Aber genau das findet ja irgendwo nicht wirklich statt, oder? Ja. Also sie will sich ein bisschen auch als Kriegsmacht langsam aufspielen. Oder? Es gibt ja wieder rüstige Entwicklungen. Aber die EU hat sie wirklich eine glaubwürdige Politik. Das sind 26 einzelne Staaten, sehr heterogen. Und das ist nicht sinnvoll, dass die sich auf eine grobe Linie einigen müssen. Gut, also wir sehen, der Stoff wird uns nicht ausgehen in dieser Diskussion. Man kann da vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder mal miteinander diskutieren. Ich möchte euch bestens danken für eure Teilnahme an dieser Diskussionsrunde. Danke dem Publikum fürs Interesse. Danke dem Aufnahmeteam hier in der J-Bar in Volkertschwil. Die zweite Ausstrahlung von dieser Sendung, meine Damen und Herren, sehen Sie am Sonntag, 2. Oktober, um 3 Uhr am Nachmittag bei Schweiz 5. Ab dem 3. Oktober können Sie die Sendung auch auf www.schweizerzeit.ch verfolgen. Die nächste Sendung ist geplant für den 28. Oktober. Dann soll die dann gestartete KESB-Initiative im Mittelpunkt stehen. Ich möchte Ihnen herzlich danken für Ihr Interesse und freue mich, Sie in einem Monat wieder dürfen zu begrüßen.